Der Reiseveranstalter Thomas Cook hat nach zwei Todesfällen seine über 300 Gäste aus dem Steigenberger Aqua Magic Hotel im ägyptischen Hurghada abgezogen. Ein Ehepaar aus Großbritannien im Alter von 63 und 69 Jahren war dort unter bisher ungeklärten Umständen verstorben. Außerdem habe es unter den Gästen Hinweise auf Krankheitsfälle gegeben. Aus Sicherheitsgründen sei den Urlaubern angeboten worden, das Hotel zu wechseln oder nach Großbritannien zurückzukehren, so der Reiseveranstalter. Das Steigenberger Aqua Magic Hotel war erst Ende Juni von Thomas Cook überprüft und mit sehr gut bewertet worden. Trotzdem würden allen Touristen, die in den nächsten 4 Wochen dort gebucht haben, alternative Unterkünfte angeboten.